Was ist Java? Hier ein paar Antworten auf diese Frage. Java ist eine imperative, objektorientierte Programmiersprache. Insbesondere ist Java eine objektorientierte Programmiersprache. Denn Java-Programme funktionieren so, dass man mit Objekten arbeitet, die mit anderen Objekten kommunizieren können und die in der Art und Weise entsprechend Probleme lösen können. Aber Java ist keine reine objektorientierte Programmiersprache, sondern eine imperative objektorientierte Programmiersprache. Denn zur Realisierung von Objekten werden imperative Sprachkonstrukte, Sprachkonzepte genutzt. Java ist aber auch mehr als eine reine Programmiersprache. Java stellt zusätzlich zur Sprache an sich Entwicklungswerkzeuge zur Verfügung, wie Compiler, Interpreter, Dokumentationshilfen, also Dokumentationshilfewerkzeuge und, und. Ein ganz wichtiger Bestandteil von Java ist die sogenannte Klassenbibliothek. Das ist eine Sammlung von Programmteilen, die allen Java-Programmierern zur Verfügung steht. Darin, in dieser Klassenbibliothek, befinden sich sehr nützliche Dinge, die man in vielen, vielen Programmen immer wieder verwenden kann. Und es befinden sich dort sogenannte Interfaces, Schnittstellen, die es erlauben, über diese Schnittstellen auf dann ja beispielsweise herstellerspezifischen Code zuzugreifen. Dazu aber in einer späteren Unterrichtseinheit mehr. Neben Software gibt es, was Java betrifft, auch spezielle Java-Hardware und man bezeichnet Java auch als Komponentenarchitektur. Das heißt, man kann mit sogenannten Komponenten arbeiten. Das wird in dieser Vorlesung aber nicht weiter behandelt. Anfangs stellte sich die Frage, ist Java eigentlich nicht kalter Kaffee? Gibt es das nicht alles auch schon in anderen Programmiersprachen? Die Antwort ist ja, eigentlich schon. Aber das Gute an Java ist, alle diese tollen, guten, nützlichen Konzepte wurden halt zu einer Einheit, nämlich zu Java, gebündelt und zusammengepackt. Und Java kennzeichnet, dass viele, viele nützliche Konzepte vorangehender Epochen, vorangehender Programmiersprachen jetzt als Einheit verfügbar ist. Insbesondere betrifft dies die Klassenbibliothek, die sehr, sehr nützlich ist, weil diese Klassenbibliothek ist wirklich Bestandteil von Java. Und wenn man mit Java-Programmen arbeitet, wenn man Java-Programme beispielsweise aus dem Netz lädt und diese Java-Programme ausführen möchte, dann kann man sicher sein, dass die entsprechend in diesen Programmen benutzten Bibliotheksteile auch vorhanden sind, sodass diese Programme laufen, ohne dass ich noch zusätzlich wieder weitere Software installieren muss.